Good morning, ich bin der Kalle, der freundliche Mann zu meiner Linken ist der Markus und wir zeigen euch heute die Verteidigung gegen eine Messerbedrohung. Wenn es um das Thema Messer geht, unterscheiden wir prinzipiell zwischen Angriffen mit dem Messer und Bedrohungssituationen mit dem Messer. Beim Messerangriff haben wir eine dynamische Handlung mit dem Ziel des Angreifers, Schaden zuzufügen. Bei einer Bedrohungssituation hingegen haben wir eine statische Situation, bei dem der Angreifer das Ziel hat, eine Forderung durchzusetzen oder den Verteidiger einzuschüchtern. In unserem konkreten Fall sprechen wir jetzt von einer Bedrohungssituation, welche von vorne stattfindet. Kollege, ab! Kollege! Wie wir in dieser Situation verfahren, werden wir euch im Folgenden zeigen. Kollege, ab! Kollege! Okay, das Ganze jetzt nochmal langsam für euch. Kollege! Für mich ist es wichtig, dass ich so schnell wie möglich, so viel Distanz wie möglich zwischen mir und dem Messer erzeuge. Dazu schlage ich seinen Arm schnell und ansatzlos zur Seite. Hierbei ist wichtig, dass keine Ausholbewegung stattfindet und ich einen schnellen und harten Treffer auf seinen Handrücken erzeuge. Aus dieser Position lehne ich mich nach hinten und schütze mit den Unterarmen mit der Außenseite meinen Hals. Für den Fall, dass der Angreifer mit dem Messer zurückkommt. Gleichzeitig attackiere ich mit einem harten Kick zum Unterleib. Für den Fall, dass der Widerstand gebrochen ist, kann ich direkt flüchten. Falls ich den Angreifer nicht richtig getroffen habe, erfolgen weitere Kicks zum Unterleib oder zum Knie. Sobald der Widerstand gebrochen ist, kann ich flüchten, wenn keine akute Gefahr mehr für mich besteht. Wenn ihr mehr Hintergrundinformationen zu den Techniken erhalten möchtet oder Krav Maga einmal hautnah erleben möchtet, dann besucht uns einfach auf unserer Homepage www.learntofight.de oder kommt einfach zum Probetraining mal vorbei. Wir freuen uns auf euch.